Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Link of Zelda, Happy Birthday to you. Gandalf, stimmt ja, du hast ja auch Geburtstag. Das tut mir leid, du musst doch nicht gleich... Nein, warte! Ja! Zelda 2, The Adventure of Link. Keine Angst, Leute, mir geht's natürlich gut, ja. Ich lasse mich doch nicht von Gandalf platt machen. Boah, willkommen zu meinem zweiten Teil des 25. Jubiläums. Boah, und ich werde jetzt Zelda 2 Let's Playen fürs NES. Und wie ich schon sagte, ist das deutlich schwerer als der erste Teil. Aber kommen wir doch erstmal zur Vorstory. Die sich hier gleich vor uns auftun tut. Da, da, da. Nachdem Ganondorf besiegt wurde, erzählte Impa Link, dass ein Schlafzauber auf Prinzessin Zelda gelegt wurde. Sie wird nur erwachen mit der Power des dritten Triforce, was irgendwo im Palast in Hyrule versiegelt ist. Um das Siegel zu brechen, müssen Kristalle in 6 Statuen in 6 gut bewachten Tempeln platziert werden. Link, los gehe zu deiner abenteuerlichsten Reise. Jetzt. Ja, so viel dazu. Ist das nicht spannend, Freunde? So. Oh mein Gott. Also, es ist ein direkter Nachfolger zum ersten Legend of Zelda, ja. Auf Prinzessin Zelda ist ein Schlafzauber gelegt worden, ja. Na, ganz toll. Im Anleitungsbuch ist es ja noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Ich bin ja auch schon mal auf meine Timeline-Theorie da eingegangen, aber... Naja, oh, Marcel passt gut hin. Das ist schön. Ende. Marcel. 000. Er ist eine komplette Null. So. Ich würde sagen, ich starte das Game. Ich habe so viel zu erzählen über das Game. Aber alles nach und nach. Guck mal, wir fangen genau hier bei Zelda an. Sie schläft hier. Wir könnten also alles Mögliche mit ihr machen, ohne dass sie es bemerken würde. Was vielen Zelda-Fans auffallen wird, ist, dass dieses Spiel ein Side-Scroller ist. Jedenfalls die meiste Zeit über. Okay, was machen wir hier? Wir sind hier in einem Tempel drin. Na ganz toll, Mann, was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Ich habe hier ganz eklige Grafikglitches. Naja, egal. Und schon sind wir wieder im altbekannten Zelda-Style, bloß ein bisschen hässlich. Aber was soll's? Nachdem natürlich Nintendo mit Zelda 1 einen riesen Erfolg hatte, musste ein zweiter Teil her. Doch, den kann man ja nicht gleich machen wie den ersten Teil, nicht wahr? Ihr wisst ja, Mario Bros. 2 war auch anders als der erste Teil. Und deswegen haben sie bei Zelda 2 auch rumexperimentiert. Und zwar haben sie daraus mehr oder weniger ein RPG gemacht. Passt auf, ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Oh mein Gott, random appearing Gegner. Dum, 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 dum. Wir sind im Battle Mode. Tja, Schlitz, Schlitz. Und tschüss. So. Cool, oder? Ganz komisch mit Life und Magic Meter. Ganz komisch. Und hier kann man Link sogar aufleveln. Es ist also wirklich mehr so wie ein RPG. Mit Gegnern und man lernt hier Zaubersprüche und sowas alles. Ah, Mann. Obwohl es recht kürzer erscheint, das Spiel, mit nur 6 Dungeons anstatt 8. Ne, warte, es sind 7 Dungeons, glaube ich, mit dem Finalen. Ist das Spiel doch eigentlich recht umfangreich. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So. Das Spiel ist heutzutage, ja, es ist allseits bekannt, dass es das schlechteste Zelda der Geschichte ist. Und wisst ihr was? Ich bin da überhaupt nicht der Meinung. Aber darauf werde ich, glaube ich, Stück für Stück während des Abenteuers eingehen. So, ich möchte jetzt gern zum ersten Dungeon. Und eigentlich folgt dem Spiel eine ganz simple Struktur. Bevor man immer zum Tempel geht, sollte man eine Stadt besuchen. Die hier ist. Ganz hässlich. Da, 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 da. Mit ein paar Büsche. Was? Wo sind wir hier bitte? Wo sind wir denn hier? Welcome to Rauru. Aha. So heißt doch der Weise aus Ocarina of Time, nicht wahr? Ja, mehrere Städte sind hier nach den 7 Weisen benannt. Boah, die Weisen sind nach den Städten benannt. Naja, okay. Hier laufen ganz viele Bewohner rum, die aber nicht viel zu erzählen haben. Return the crystal to the palace. Ja, weiß ich doch. Da-da, wer wohnt denn hier? Wer bist denn du? Er sieht aus wie Robin. Oder wie Bud Spencer. Na, ist egal. Hallo? If all else fails, use fire. Okay, Robin. Oder Bud Spencer, ist mir egal. Wer auch immer. Da-da-da. So, hier haben wir unsere Heiler-Frau. Please. Let me help you. Ja, diese Frau, wenn wir geschwächt wären, was ich jetzt nicht bin, würde uns... Oh, es ist die Tür zu. Naja, sie würde uns wieder aufheilen, unseren Life-Meter.
Und dann gibt es natürlich auch noch eine Frau, die ist alt, die unseren Magic Meter aufheilen würde. Aber das eigentlich Wichtige in diesen Dörfern sind diese Frauen hier. Oder irgendjemand, der immer... Oh, jetzt flickert's aber hier rum. Das war damals auf dem NES auch so. Diese Frau hier. Von denen gibt's in den Städten immer reichlich Leute, oder mindestens immer einen, die immer hier, ja, talk with my father before you leave town. Weil pro Stadt können wir uns einen neuen Zauberspruch abholen. Und das sollte man eigentlich immer, bevor man einen neuen Dungeon betretet, tun. Weil ihr natürlich hier im Keller hier, alle Kellerkinder hier. Ey, warum sind die immer so eine zurückgezogenen alten Säcke? Das war schon Teil 1 so. Und er fummelt sich in seinem Bart rum. Okay. In Parappa Desert, use this magic to survive. Boah, okay, die Parappa-Wüste ist wohl ein extrem raues Pflaster, wo wir jetzt den Zauberspruch Shield erlernt haben. Nein, Link fängt dadurch nicht an zu schielen. Er hat dafür ein Zauberspell, der unseren Schild erweitert. Naja, okay, unsere ganze komplette Rüstung und wir sind jetzt weniger unempfindlich gegen Schaden. Danke, Mann. Ah, dein Vater ist komisch. Der wohnt hier im Keller. Ich würde ihn mal zur Psychiatrie schicken. So, noch so als Tipp. Das war jetzt noch relativ einfach, nicht wahr, hier den Zauberspruch zu bekommen. Aber mit folgenden Städten wird das halt immer schwerer. Die wollen dann immer noch was. Sowas wie kleine Sidequests gibt's hier schon, bevor die euch dann reinlassen zu ihrem Vater, Onkel, weiß ich was, um euch den Zauberspruch abzuholen. So, ich könnte zwar jetzt noch mehr machen, aber zu Demonstrationszwecken reicht erstmal meine Ausrüstung, wie es der jetzt ist. Und ich begebe mich auf in den Tempel. Bist du ein Fehler? Abgeblockt. Abgeblockt. Und tschüss. Cool. Hey, warte mal, ich glaube, bevor ich hier richtig losgehe, werde ich auf jeden Fall noch ein Level up haben. Weil, guck mal, bis ich ein nächstes Level up bekomme, brauche ich nur 50 Erfahrungspunkte. Und wenn eh so ein Typ hier gleich 10 bringt, naja, denn. Suche ich mir mal von denen ein paar zusammen, oder? Nein, ach Mann, das war jetzt lame. Lauter Spinnen hier. Oh, tschüss. Gibt ihr 10? Nee, gibt gar nichts. Erfahrungspunkte sammeln. Och Mann. Ich will nicht so einen kleinen Gegner, die sind dumm. Ja, die Spinne bringt bloß 2. Ui, toll. Ganz toll. So, komm, jetzt brauche ich noch genau. Genau. Nein, nein, nein. Ah, Fairy. Dankeschön. Dumm, dumm, dumm. Fairies gibt's ja auch schon. Wo ist jetzt ein. Ja, ist ein großer. Ich will den großen. Komm her. Nein, komm her. Großer? Mann, ach man, ihr seid doch nur so eine kleinen Stinkies. Mann. Einfach rausrennen. Ah. Und hier hat Link auch nur 3 Leben, ey. Das ist voll dumm. Man stirbt hier aber so oft und so schnell. So, was ist jetzt hier los hier? Was ist hier los hier? Wer bist du hier? Ah, da kommt er. Nee, doch nicht. Mann. Die geben mir gar nichts. Ach, naja, leck mich doch hier, du kleiner Knubbel. Gut, so ich halt in dem Wald hier. Ist die Chance größer? Genau, komm her. So. Und euch haben wir ein Level up. Dumm, dumm, dumm. So. Wow. Blöde Spinne. Hat mich genau abgepasst. Solange wir ja einfach nur nichts machen, blockt unser Schild halt. Oh ja. Oh ja. Live aufleveln. So, nächstes Level up bei 100 Erfahrungspunkten. Das schaffen wir, glaube ich, im Tempel. So, übrigens, wenn ihr mal so einen Gegnern ausweichen wollt, dann geht einfach auf den Weg. Und wenn sie dann kommen sollten, dann ist hier nichts. Dann könnt ihr einfach wieder... Also die Wege sind sichere Passagen. So, jetzt gehen wir mal zur Parappa-Wüste. Man, ist das hier dunkel, ey. Voll fies, man könnte jetzt echt annehmen, man muss hier gar nicht lang, weil... Hier ist ein Gegner. Seht ihr ihn da unten? Die paar schwarze Pixel? Und... Tschüss. So. Das war der einzige Gegner, der hier rumgerannt ist. Man könnte echt denken, hier muss man noch nicht lang, aber... Doch, man muss genau hier lang. So, jetzt sind wir in der Wüste. Ziemlich detailreich, nicht wahr? Oh mein Gott. Guck euch diese Gegner an. Steineschmeißer-Alarm! Scheiße! So. Und hier oben ist der erste Dungeon. Da, bevor ich da reingehe, will ich erstmal meine Energie aufleveln. Also mein... Sowas wie ein Herzcontainer einsacken. Oh mein Gott. Luftblasen! Die tödlichsten Gegner. Wenn ich runterfalle, ist sofort Instant Death und ich verliere ein ganzes Leben. Ist das nicht scheiße, wenn ich im Wasser falle? Obwohl Wasser eigentlich positiv ist, ja, zum Waschen und so, aber nein, Link stirbt. Wenn er da reinfallen sollte. So. Puh, das war knapp. So, und hier in diesem schönen kleinen Wäldchen ist doch tatsächlich ein Herzcontainer. Bewacht von einem Indigo-Typen. Hey, wie heißen die Typen, die Bumerang werfen in Australien, diese Ranger?
Yay. Und Ching, na klar, vor den Kopf geflogen und abgeprallt. Mann, du Arsch, Alter. Was? Schlätzen. Geil. Jetzt habe ich also kein Herz. Hier gibt's keine Herzen. Hier gibt's Quadrate. Ja. Lebensenergie wird hier als Quadrat angezeigt. Und deswegen habe ich jetzt anstatt nur noch 4 Quadrate, 5 Quadrate. Ist das cool, Mann. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich habe Angst, getroffen zu werden. Ach, apropos Freunde, in Zelda 1, ja, bin ich ja nicht einmal gestorben. Das war ja so gewissermaßen mein Ziel. Aber hier werde ich das definitiv nicht schaffen. Weil dieses Spiel ist so schwer und ich habe das auch nicht so jetzt wirklich intus. Ich kenne das Spiel zwar, ich habe es mehrmals durchgespielt, aber bin auch jedes Mal gestorben. Also das Spiel ist richtig schwer. Mann, was habe ich denn immer so für Schlieren da beim Laufen? Die Schlieren tun mir leid, Freunde. Gucken, ob ich da noch was machen kann, aber... Naja. Erstmal in den ersten Dungeon. Damit ihr auch noch im ersten Part ein bisschen was seht hier. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Egal. Ich wollte nur posen, weil manchmal haben diese Statuen etwas in sich. Da, 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 da. Gut, der erste Dungeon. Ich sage, diese Dungeons sind so mega blöd. Weil man kann sich total verlaufen. Aber richtig extrem verlaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zuerst links oder zuerst rechts gehen soll. Ich muss gucken. Okay, ist gleich. Ich muss zuerst links. Schlüsseltür. Was sind das hier für Kojotentrottel, die hier rumgehüpft? Guck mal hier. Was sind das für Typen? Was? Okay, ihr habt das zwar nicht so... Ihr habt ja die Anfangsstory gelesen, aber... Ganon ist ja tot. Und wisst ihr noch, dass beim ersten Teil von ihm Asche übrig geblieben ist? Und genau aus dieser Asche wollen sie Ganon wiederbeleben. Und zwar mit unserem Blut. So ist es jedenfalls in der geschichtlichen Anleitung und so wieder gespiegelt. Naja. So, ich laufe hier lang. Oh mein Gott, ein Stahlfuß. Die sind eigentlich ganz cool. Die geben schon Erfahrungspunkte und sind total easy. Guckt euch das an. Tschüss, Mann. 30 Erfahrungspunkte, ist das geil. Tschüss, Mann. Zack. Key eingesackt. Es sieht zwar simpel aus, aber ist es nicht. Also... Ja, man muss schon ein bisschen gewisse Taktik an den Tag legen bei so manchen Gegnern. Weil manche Gegner, die können auch mit dem Schild und so hoch und runter wechseln wie wir. Da müssen wir so angreifen oder so angreifen. Ach, das ist total mitunter richtig nervig, ey. Die KI ist ziemlich gemein. Was werdet ihr noch sehen? Noch sehen und spüren auch. Da, 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 da. Oh, natürlich, die Musik ist wieder ein totaler Ohrwurm. Aber sowas von. Das ist übrigens hier auch der Link, den ich mir aus Lego nachgebaut habe. Ihr erinnert euch da bestimmt, oder? Ziemlich cool. So, Tür auf. Tschüss, Mann. Habt ihr gesehen? Dieses Fieder, dieser Totenkopf hier, zieht mir nicht wirklich Energie ab. Er zieht mir Erfahrungspunkte ab. Das ist erstmal dumm. Ja, das Spiel ist einfach nur gemein. Es ist gemein. Es ist einfach nur gemein. Ich fange hier gleich noch an, vor lauter Schreck zu weinen. Oh Mann, du bist ein Trottel. Warum ich immer diese ganzen Untoten angreifen? So, ich glaube, hier musste ich noch nicht runter. Wegen einem Schlüssel, den ich brauche. Guck mal, so kann er es nicht treffen, weil wir unseren Schild oben haben. Aber um ihn halt zu treffen, müssen wir uns ducken. Und so riskieren wir natürlich, angegriffen zu werden. Alles Taktik, alles fies. Alles gemein. Ich hab Angst, ey. Das ist dumm. Ich bin jetzt schon am Piepen. Oh, naja. Ich werde sterben. Das weiß ich jetzt schon. So. Komm, hier. Level up hier. Komm. Level up. Und, ja, Magie. Man kann auch auf Abbrechen gehen. Dann spart man sich die. Und dann hätte ich halt bis 200 gewartet, um meine Attacke zu verstärken. Aber das würde ich dann auch nicht, nicht wahr? So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich glaube, ja, Fahrschule gibt's ja auch. Sehr modern. Ich glaube, ich werde hier den Part erstmal beenden und im nächsten Part weitermachen. Freunde, freut euch auf dieses Spiel. Also, freut euch dazu, darauf, dass ihr zugucken könnt, weil das Spiel selber spielen ist extrem schwer. Ich empfehle es natürlich jedem, aber es ist schwer. Drückt mir die Daumen und es wird auf jeden Fall geil. Also dann, bis zum nächsten Part, Freunde. Ciao!